richtig gut. An diesem dummen Motor müssen wir auch nicht weiter arbeiten. Feine Sache. Dann einmal auf die Stadtkarte. Ich werde einmal kurz zu Hause vorbeischauen, wie das mit unserem Kühlschrank aussieht. Ja, ich nehme erstmal so einen Kräutertrank, dass ich wieder fit bin. Gegessen habe ich auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall nicht hungrig. Hier wollte ich auch gar nicht hin. Stadtkarte. Denn ich glaube, dass wir hier noch das eine oder andere zu erledigen haben. Was die Pizza Speziale angeht. Und hier oben... das ist ja jetzt erst. Hier oben links in der Ecke. Vincent Vega. Alter Schwede. Altes Haus. Ja, perfekt, schnelles Grüßen. Sehr cool. Pizza Spezial. Wir haben so viele Bestellungen. Lass uns später darüber reden. Okay. Dann halt nicht jetzt. Dann gehen wir jetzt erstmal zu meinem Bruder. Und ist er jetzt wirklich der Typ in der Lagerhalle? Mal schauen. Hallo Bruder. Leider bin ich dein Bruder. Und ich hasse dich. Du bist schuld am Tod unseres Vaters. Wärst du schneller gewesen, hätten wir entkommen können. Und Vater wäre noch am Leben. Wir waren Kinder. Vater hat sein Leben für uns geopfert. Und jetzt sollten wir zusammenarbeiten, um seinen Mörder zu fassen. Nein, das mache ich allein. Ich werde der Champion der Ultimate Liga und werde auf die geheimnisvolle Insel eingeladen. Neues Ziel. Betrete die Insel und besiege den Mann in Schwarz. Ich werde auch eine Einladung bekommen. Man sieht sich auf der Insel. Mick kann dir helfen, die Einladung zu bekommen. Mick. Ich weiß jetzt, wer meinen Vater getötet hat. Ich muss zur Inselmeisterschaft eingeladen werden, um ihn zu treffen. Ich habe von diesem Mann in Schwarz gehört. Alle 4 Jahre versammelt er die besten Kämpfer der ganzen Welt. Auf seiner Insel kämpfen sie gegeneinander, um herauszufinden, wer der Beste ist. Doch bis zum heutigen Tag konnte noch niemand den Mann in Schwarz besiegen. Also muss ich ein offizieller Weltmeister sein, um die Einladung zu bekommen. Du hast eine Profikarte. Nichts hält dich davon ab, deine Profikarriere zu beginnen. Da gibt es nur ein Problem. Du wirst es in der Welt des professionellen Boxens sehr schwer haben, wenn du keinen Manager hast. Warum denn? Dein Ruf ist sehr wichtig, weißt du? Wenn du nicht beliebt bist, wird niemand gegen dich kämpfen wollen. Natürlich wird dir ein Manager nicht helfen können, zu gewinnen. Aber er kann dir mit deiner Beliebtheit helfen. Ach so. Ich wüsste da jemanden. Er heißt Din Kong und er sucht gerade nach einem neuen Star. Ich arrangiere ein Treffen. Denk dran, ohne seine Hilfe kannst du kein Champion werden. Roger. Neues Ziel, beschaff dir einen Manager. Du musst einen Vertrag mit einem Manager unterschreiben. Okay. Dann werden wir wohl das gleich mal in Angriff nehmen. Wir schauen mal hier auf die Story, wie das hier aussieht. Bitte Roy, mit dir zu trainieren. Das haben wir halt nicht geschafft. Und Schwingen der Liebe. Gewinne Adrians Zuneigung. Das ist vermutlich schwieriger als seine Kämpfe. Da haben wir auch noch was zu erledigen. Hier die Kämpfe, die machen wir natürlich noch weiter, sobald da wieder Kämpfe verfügbar sind. Ja. Ich glaube, ich gucke mir das auch alles gar nicht so an. Ich werde das Spiel einfach weiterhin so frei rausspielen. Jetzt könnten wir zu Villa. Dann gehen wir auch da erstmal hin und gucken mal, was der Manager so... Willkommen. Mick hat mir schon von dir erzählt. Komm näher. Ich bin Din Kong. Ich bin der Typ, der Champions aus Schwächling mit dir macht. Beschaff dir einen Manager. Der Vertrag ist besiegelt. Jetzt sind wir in seiner Gewalt. Okay, hört sich ja sehr gut an. Zeig mir deinen Bizeps. Nicht beeindruckend. Aber hey, ich liebe Herausforderungen. Ich habe Aufnahmen von deinen Kämpfen gesehen und meine russischen Freunde haben ein gutes Wort für dich eingelegt. Das ist gut. Die Leute lieben Geschichten von Nichtsnutzen, die an die Spitze kommen. Aber ich bin kein... Deine Aussprache ist schlecht. Am besten bist du einfach still. Ich glaube, wir haben alles Nötige besprochen. Unterschreib noch hier, hier und hier. Und dann kann die Show losgehen. Aber ich... Du wirst hier wohnen. Ich habe einen Trainingsraum im Keller. Deine Freundin kann auch mitkommen. All inclusive. Du kannst schreiben, oder? Wir antworten natürlich mal mit Sarkasmus. Dann unterschreib schon. Ich sollte das tun. Er ist verrückt, aber er scheint nicht zu wissen, was er tut. Ja, aber er scheint zu wissen, was er tut, sonst wäre es hässlich. So, Vertrag wurde unterzeichnet.
Großartig. Dein Erfolg in Russland hat dich schon ein wenig bekannt gemacht. Aber das ist nicht genug. Wir sollten an deiner Zukunft arbeiten. Ich habe hier alles aufgeschrieben und vergiss nicht, dass du ein Kämpfer bist, also musst du ständig trainieren. Mein Koch wird dir dein Essen zubereiten. Das ist natürlich nicht kostenlos. Ich werde dir das jeden Tag in Rechnung stellen. Und laut Vertrag schulde ich dir eine Vorauszahlung. Also, auf geht's. Denk dran, dass ich immer hier bin. Also komm zu mir und wir reden über den nächsten Schritt. Besiege alle Gegner auf deinem Weg zum Weltmeistertitel. Das ist also unser nächstes Ziel. Ziemlich cool. Hier ist das Bett zum Schlafen. Das können wir mit Din Kong noch reden. Ach du je. Wir haben jetzt $779 und jetzt könnten wir hier verfügbare Handlungen. Einen Film drehen, verdiene Geld und Ruhm. Kostet uns $200 und bringt uns Ruhm. Dein Ruhm muss X betragen, um den nächsten Kampf zu organisieren. Also müssen wir hier noch ein bisschen was rausschmeißen an Geld quasi. Wir können ja einfach mal einen Film drehen. Und versuchen hier einfach mal gegen den Alien zu bestehen. Er ist relativ ausdauernd, dafür haben wir die Schläge reingenommen. Also ich versuche das einfach mal. Ja, das sieht doch easy aus. Komm, hau rauf. Gewonnen. So, du gewinnst. Ausdauerkampf. Willst du weiterkämpfen oder deinen Preis nehmen und gehen? Wenn du verlierst, bekommst du gar keinen Preis. Also einmal könnten wir auf jeden Fall noch probieren, das Ganze zu machen. Jetzt kämpfen wir gegen Alien 2. Der ist sehr, sehr ausdauernd. Da wir halt diese Schläge drin haben und Modifikatoren, würde ich sagen, versuchen wir es nochmal. Ja, komm. Hau ihm eine rein. Sehr schön. Gewonnen. So, damit sind wir beim zweiten Kampf. 50 Ruhm haben wir dazu erhalten. Und 10 Talentpunkte. Soll ich es nochmal probieren? Ich probiere es noch einmal. 899. Der ist schon, ja, anderes Kaliber. Komm, zieh. Eieiei, jetzt. Der blockt halt viele Schläge von uns. Gut, wir haben gewonnen. Und da wir jetzt auch schon 3 Kämpfe gewonnen haben, versuche ich jetzt auch den 4. zu gewinnen. Und danach will ich aufhören. So. Wir kämpfen jetzt gegen Alien 4 sehr ausdauernd. Muss ich mal schauen, ob ich wirklich alles drin habe, was die Ausdauer von ihm runterzieht. Ja, gut, blocken muss ich nicht. Stark ist er ja nicht. Ich versuch's mal die erste Runde so. Bin ich jetzt mal gespannt, ne? Wenn ich jetzt verliere, wäre es sehr ärgerlich. Komm, zieh. Zieh durch, Kollege. Ja, ein Schlag noch, ein Schlag. Sehr schön, gewonnen. Und jetzt gehe ich einfach mal auf Nummer sicher. Und nehme den Preis. Mein $300 und 15 Punkte. Ich meine, $1500. Ich werde das hier so ein bisschen, ne? Komm, wir ziehen es einfach durch. Gegen Alien 5. Super viel geschickerter Kerl. Da muss ich mal versuchen, hier ein paar geschicklichkeitshemmende Schläge reinzunehmen. Was nehme ich denn mal raus? Den Kinnhaken vielleicht? Schwächt die Ausdauer. Ich meine, er ist eigentlich nur geschickt. Also, ich probiere es einmal so. Wir haben ja schon geschicklichkeitslindernde Dinger drin. Er weicht sehr oft aus. Das ist schlecht für uns. Wenn wir treffen, treffen wir gut. Jetzt allerdings die Ausdauer alle. Oh, das wird knapp. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, einen Kampf muss ich noch gewinnen. Und ansonsten ist alles weg. Gar kein Preis. Das wäre natürlich super tragisch. So, fortfahren. Alien 6. Sehr, sehr stark. Sehr ausdauernd und auch sehr hohes Geschick. Also wenn wir das schaffen, das wird jetzt sehr, sehr eng. Also ich hoffe immer auf das Beste jetzt, ne? Ich muss es wohl lassen. Kämpfen.
gute Kombo gerissen gerade. Ich bete gerade, ne? Ja! 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 Gewonnen! Besser geht's ja wohl mal gar nicht. Nimm den Preis. Ausdauerkampf. Du hast den Ausdauerkampf beendet und bekommst eine Belohnung. $1500, 25 Talentpunkte und 350 Ruhm. Ja, besser geht's ja nicht, ne? So viel Geld hatte ich hier noch nie auf dem Konto. Das ist ja mal super geil. Alles klar. Ich werde auf die Stadtkarte gehen. Meine Gesundheit ist sehr unten. Also, die muss ich mal langsam regenerieren. Kann ich denn auch zu Hause noch essen? Nein, ich habe kein Zuhause mehr. Schade. Ja gut, fahre ich mit dem Bus, ne? Wer läuft denn heutzutage noch? Ich versuche mit Adrian was zu machen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich will ein Haus haben und viel Geld verdienen. Willst du bei mir wohnen? Ohne dich wäre das nicht dasselbe. Natürlich will ich das. Ich bin so glücklich. Cool, dann haben wir sie jetzt schon mal quasi dazu eingeladen, bei uns zu wohnen. Und dann werde ich jetzt hier nochmal in das Camp fahren. Und mal gucken, ob wir da noch irgendwie was mit Big Bongo machen können. Ich warte immer noch. Ich warte immer noch. Ja, was denn? Was macht Mickey so? Ja, nichts. Alles klar. Nee, dann würde ich sagen, gehe jetzt zurück in unsere neue Villa. Und da werde ich jetzt einfach trainieren. Denn ich muss auf jeden Fall stärker werden. Hm, wo ist denn der Keller? Ist er hier? Sehr geil. Alles vorrätig. So wie ein Fitnessstudio. Alles ausgerüstet, was wir brauchen. Und dann werde ich jetzt mal richtig mit dem Training anfangen. Wir müssen auf jeden Fall die Werte wieder hochbringen. Heute wäre ein Kampf verfügbar, ranked. Aber Training ist das halbe Leben. Und 4 Tage hält noch dieser Liebesmodifikator an. Das ist natürlich sehr geil. So, Stärke. Stärke muss auf 17. Und Geschicklichkeit mindestens auf 9. So, komm. Jetzt machen wir hier Stärketraining. Und ich guck mal auf den Talentbaum. Na, geht's gerade nicht. Ja, warte ich einen kleinen Moment. So, dann gehe ich mal eben zur Handelbank und schau währenddessen auf den Talentbaum. Weg des Bären. Ja, alles kostet hier 25. Da versuche ich jetzt mal was ganz anderes zu machen. Und zwar hier vielleicht weiterzugehen, dass ich andere Werte locken kann. Das wäre vielleicht interessant. Also grundlegende Talente könnte ich vielleicht noch irgendwie ausbauen. Dein Geschick sinkt nicht unter 4. Was könnte ich denn da maximal nachher erreichen? Ich müsste den Weg des Tigers freischalten. Ich könnte allerdings dann hier mehr Ausdauer erreichen. Ja, ich spare mir die Talentpunkte erst nochmal ein bisschen. So, trainieren. Stärke bitte. Kampf. Current Place 6. Gut, das hier noch ein bisschen hochdrücken. Wir werden alle Werte wieder absinken bis morgen. Da gehe ich stark von aus. So, Tag ist fast vorbei. Ich muss jetzt kämpfen. Gegen Modern Mike. Der ist sehr geschickt, der Kerl. Also sehr ausgeglichener Gegner. Und da können wir jetzt schon unseren Meister finden, glaube ich, an ihm. Ich werde das mal so lassen, weil wir den Elbow drin haben, der halt die Geschicklichkeit stark reduziert, was halt hier echt von Vorteil sein wird. Ja. Ich werde es versuchen. Und das mit der Geschicklichkeit macht sich gleich bemerkbar. Und der teilt gut aus, auf jeden Fall. Wenn wir treffen, treffen wir gut. Hauen wir jetzt erstmal um. Oh, ziemlich ausgeglichen das Ganze. Ein Schlag noch, ein Schlag. Ja!
gewonnen. Unser erster Profikampf wurde gewonnen. Gab 1000 Dollar. Sehr cool. Talentbaum. 45 Talentpunkte. Ich weiß ja nicht. Wenn wir den Weg des Bären weitergehen wollten. Was ist denn der Blitzschlag? Raubt deinem Gegner 30% seiner Energie. Ja, dann versuchen wir darauf hinzugehen. Weil das wir einfach seine Energie runterprügeln, das ist natürlich sehr cool. Dann brauche ich noch 5 Punkte. Alles klar. Der Tag ist gleich vorbei. Kann ich denn hier auch meine eigenen Sachen in dem Kühlschrank irgendwie nehmen? Ah, was gibt's hier denn alles? Kaviar. Hier gibt's ja einfach alles. Ich muss nämlich meine Lebensenergie ein bisschen auffüllen. Was kostet Kaviar denn? Ich meine, der stellt's mir in Rechnung. Hier steht kein Preis dabei. Das macht mich ein bisschen stutzig, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich meine, hilft ja nichts, ne? Fleisch. Das soll erstmal reichen, damit ich wieder trainieren kann. Und dann werde ich morgen nochmal in der Pizzeria vorbeischauen bei Casey. Vielleicht können wir da mal ein bisschen was reißen, ne? Ich möchte Donatello auf jeden Fall seine Pizza liefern. So, Ende von Tag 161. Wir haben für den nächsten Kampf nicht genügend, ja, sind es Ruhm wahrscheinlich. Ruhm ist Sterne. Der große Vorteil ist, dass wir jetzt wieder nicht schlafen müssen. Das heißt, ich kann wieder mehr das Training durchziehen. Ich darf die die Stärke nicht mehr unter die 17 kommen lassen. Das sollte jetzt mit oberste Priorität haben, das immer weiter nach oben zu bringen. Dass ich den vielleicht mal so auf 18, 19 nachher bekomme, das wäre auf jeden Fall sehr cool. So, wir wechseln wieder das Gerät. Training, 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 das ist das Allerwichtigste. Hier wird es schon wieder ein bisschen ineffektiver. Ja, okay. Die Stärke geht langsam nach oben, aber es dauert und dauert und dauert. Okay, wir haben einen Tageswechsel. So, was wird uns wieder an Werten geklaut? Ja, war klar. Ich muss hier weiter durchziehen. Zum Glück sind wir so glücklich. Also das Training ist auf jeden Fall sehr effektiv. Und auch ein bisschen Ausdauer. So, die wäre wieder auf 11. Jetzt muss ich mal eben nach oben gehen. Ein bisschen mal hier was aus dem Kühlschrank rausholen. Und die flitzen hier beide schön. Hoffentlich betrügst du uns nicht, Adrian. Also einmal den Kräutertrank nehmen. Und an ein bisschen Tuschan essen. Ich versuche einfach gleich nochmal ein bisschen Fleisch einzukaufen bei Apu. Um einfach mal zu gucken, ob das noch funktioniert. So mache ich weiter. Hier, Clipzüge. Und Stärke, 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 Stärke. Das ist mit das Wichtigste, glaube ich, für uns. Auch wenn ich da nicht mehr so schnell vorankomme, wie es mal der Fall gewesen ist. Aber wir kriegen das ja langsam nach oben. Geschicklichkeit kriegen wir auch wieder weiter nach oben, so auf 9. Ja, gefällt mir ganz gut. Und jetzt fahre ich erstmal rüber zu Casey. Und gucken, was hier los ist. Pizza Spezial. Wir haben so viele Bestellungen. Lass uns später darüber reden. Ach, verdammt. Also. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Na, zu Apu könnten wir nochmal. Fragen wir, was bei ihm so los ist. Ich versuche es mal wirklich Fleisch zu kaufen.
Der Kühlschrank ist voll. Okay, also, wieder zurück in unsere schöne Villa. Und trainieren. Training, Training, Training. So, jetzt werden die Werte gleich wieder alle fallen. Autsch. Okay, und jetzt heute auf jeden Fall angesagt, Stärke auf 18 pumpen. Wenn's geht. Und dann werde ich gleich mal oben die nächste Sache auswählen. Glaube ich zumindest. Wir kommen auf die 18. Wir kommen auf die 18, Freunde. Okay, weiter geht's. Ja, ist halt nicht so stärkefördernd hier das Ganze. Nicht so, wie ich erwartet habe, zumindest. Gut, auf 18. Ausdauer müsste ich noch ein bisschen... Ja, locken, mehr oder weniger. Dass das nicht wieder so abfällt. Ja, und dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Hör mal kurz auf hier mit dem Training, bitte. Nicht genug. Also wir brauchen 800 insgesamt. Ist die Frage, ne? Ich meine, wir haben jetzt sehr gut trainiert. Ich werde den nächsten Tag gleich nochmal mitnehmen, was das Training angeht. Also dafür muss ich auf jeden Fall hier nochmal in den Kühlschrank ran. Nochmal ein... Ja genau, Fleisch. Das ist unser Fleisch. Das werde ich auch weiterhin benutzen. Ich gehe stark davon aus, dass der Truthahn, da möchte ich gar nicht wissen, wie viele 100 Dollar der kostet nachher. Wahrscheinlich einfach, ja, alles was ich habe. Vielen Dank. So, Kräutertrunk. Und was geht mit Adrian? Verliebe dich. Ich will sie nicht mit dem ganzen romantischen Zeugs nerven. Sie scheint auch so sehr glücklich zu sein. Dann mache ich ein Geschenk. Zahle 150 Dollar dafür. Kein Problem. Adrian, ich habe ein Geschenk für dich. Ach, das ist so süß. Vielen Dank. Oh, du bist so süß. Ja, habe ich doch gerne gemacht. Gut, und ich gehe weiter trainieren. Wir müssen hier irgendwie vorankommen. Dann werde ich morgen auf jeden Fall mal wieder dieses Training machen. Nicht Training, sage ich schon. Einfach mal hier wieder irgend so eine Kampagne starten, dass wir mehr Ruhm erhalten. Und leider wird das Stärketraining jetzt langsam schon nicht mehr so effektiv, wie ich mir das vorstelle. Na, hier geht's wieder. Also zieh durch, Kollege. Blanke hat noch einiges vor. Wir als Profikämpfer jetzt. Da geht einiges. Oh. Das Gerät wechseln. Geh ich mal hier ein bisschen alles trainieren. Und mit der Geschicklichkeit, ich glaube, das wird nichts mehr. Das kann ich mir ziemlich abschminken. Jo, alles klar. Mache ich hier nochmal die Matte ein bisschen klar. Und dann würde ich sagen, mache ich hier mal eine kleine Pause. Und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bis dahin. Ciao.